Hallo und schönen guten Tag. Mich hat mal wieder ein Paket erreicht. Recht überraschend, da ich gar nichts bestellt hatte. Und als der Postbote geklingelt hat, war ich doch von den Socken, als ich das Paket geöffnet habe. Es ist ein Riesenpaket, voll mit Messern. Und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ich werde sie nur mal kurz in die Kamera halten. Ich werde zu den einzelnen Messern nichts sagen, da ich die zuerst mal ein bisschen testen möchte, mich ein bisschen mit der Materie befassen. Von dieser Firma hatte ich noch kein Messer da und jetzt wollen wir mal auspacken. Das Riesenpaket kommt vom Lasse, vom Waldlaufer Shop, und ich war echt überrascht. Das sind seine Gebrauchsmesser, die er auf der Jagd und Feld, Wald und Flur führt. Und das hat man den Messern auch angesehen, oder sieht man, sieht es ihnen noch an, aber es sind eben seine Gebrauchsmesser. Und jetzt packe ich die mal aus. Und da fällt sofort ins Auge, was ja, ich war hin und weg, eine Hausmacher-Salami. Die werde ich natürlich genießen, vielen Dank Lasse. Und jetzt wollen wir mal zu den Messern kommen. Ich werde sie zuerst mal alle auf den Tisch legen. Und dann werde ich sie mal zeigen. Und es wird dann nach ein paar Tagen ein Review geben, wie mir die Messer gefallen haben, was sie können. Jo, und da sind schon ein paar ganz tolle Schneideisen dabei. So, da halte ich mal zuerst das Choker Bowie in die Kamera. Ein Messer, das der Lasse auf der Jagd führt. Ein richtiges geiles Teil. Ganz tolles Ding. Des Weiteren war da ein Saufänger drin. Und das ist wirklich ein Brocken von Messer. So wie ich das sehe, hat das hier hinten einen Stahlgriff aufgeschraubt. Eine sehr stabile Konstruktion. Als ich das Messer in die Hand genommen habe, fiel mir sofort der Claudius der römischen Legionäre ein. Ein ganz tolles Ding für die Jagd. Ein richtiger stabiler Saufänger. So. Die Scheiden sind alle top verarbeitet. Hier der Saufänger hat einen Überwurfriemen mit Gürtelschnalle. Und dann wollen wir mal zu den nächsten kommen. Hier eins seiner Messer. Ich sage jetzt auch nicht den Namen oder so. Die Messer sind alle von Choker. Schöne stabile Teile. Und ich werde dazu natürlich ein Video machen, was ich mit den Messern gearbeitet habe und inwieweit sie für den Otto-Normalverbraucher tauglich sind. Es sind auf jeden Fall sehr schön verarbeitete Messer und das eine oder andere werde ich mir da wohl zulegen müssen. Hier eins meiner Lieblinge, ein kleiner kurzer Puko. Ganz tolles Ding, den hat er auch im Gebrauch gehabt. Das merkt man an der Klinge, die hat einige Ausbrüche. Ich werde da auch nichts dran schärfen oder sonst irgendwie was machen. Ich weiß nämlich nicht, in welcher Art der Lasse seine Messer schärft. Das hier zum Beispiel hat Mikada, sehr schönes Teil, ich krieg's bald gar nicht alle auf die Kamera. Hier eins, das mir sehr gut gefällt, große Klasse. Was ich schon immer mal in der Hand halten wollte, ist dieses Canadian. Das hat meiner Meinung nach eine ganz tolle Form zum Schneiden, aber auch mit diesem stabilen Klingenrücken.
denke ich mal, könnte man da auch mit betonen. Die Messer sind alle sehr sauber verarbeitet, haben tolle Scheiben dabei mit Dengler und ich finde die Teile einfach für sehr gelungen. Jetzt muss ich natürlich gucken, welches Messer in welcher Scheide war, um die nochmal zurückzustecken. Aber alles sehr gelungene Messer und ich werde die jetzt mal auf Herz und Nieren prüfen, testen, schneiden, vielleicht auch ein bisschen betonen, hier ein Brocken von Messer. Das hat bestimmt 5,5 mm Rückenstärke, sehr stabiles Messer mit einer top verarbeiteten Scheide, gefällt mir sehr gut. Und hier ein ausgefallenes Messer, wie ich denke, aber bestimmt zur Jagd, super geeignet mit dieser Daumenrampe hier, liegt das Messer richtig stabil in der Hand. Jo Leute, das wäre es eigentlich schon gewesen, ich habe schon zu viel erzählt, ich wollte eigentlich nur mal ein kurzes Unboxing machen, alles wunderbare Messer und die werde ich jetzt mal testen, mal gucken, was die so können. Und dann werde ich ein Video dazu machen. Jo, ich danke euch fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal, Denner. Tschüss.